So, meine Lieben, herzlich willkommen wieder bei meinem neuen Video. Heute wieder in aller Frische Scorpion Blue 12, ganz klar. So, ich habe natürlich wieder einen Döner-Teller gekauft. Herrlich, lecker, 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 lecker. Und eine eiskalte Cola. Ihr kennt es einfach schon, ihr kennt es schon von mir. Ich bin einfach so, ich habe immer Hunger, ich habe immer Durst. Ich habe immer Durst, ich bin durstig. So. Ich wollte einfach mal wissen, wie ihr dazu steht oder wie ihr die Meinung habt. Also, es betrifft meinen BMW, meinen E46 BMW. Den habe ich jetzt, glaube ich, gefühlte 11 Jahre. 11 Jahre am Start. Den habe ich dann mal zu Ende 2008 gekauft. 2008, 2009, ja. Und, ja, ist gut. Und dann bin ich halt jahrelang gefahren. Bis zum heutigen Tag. Gekauft habe ich den damals für 11.000, 12.000 beim Original BMW Händler und hatte einen Kilometer drauf gehabt, 132.000. Ja, heute haben wir 2019 Ende, fast November, Dezember und jetzt habe ich drauf 230.000. Ja, früher gab es mal einen Opel Corsa B, so einen roten und bin natürlich den BMW nicht immer gefahren, weil ich habe immer mein kleines TÜV-TÜV-Auto und habe den BMW natürlich so 3-4 Jahre geschont, 4 Jahre waren es glaube ich, und dann ist am Arsch gegangen der Opel und seitdem habe ich wieder kein Auto, also außer dem BMW halt, nur das eine Auto. Und bei 230.000 Kilometer dachte ich mir so, also jetzt muss ich echt die Handbremse ziehen, weil es ist schon viel Kilometer, ja, gar keine Frage, für so ein Auto geht noch viel mehr Kilometer, aber ich dachte mir, mit dem Auto jeden Tag fahren ist nichts. Ja, was macht er jetzt für eine Kacke hier? Und ich will einfach mal wissen, ob ihr das versteht, ob ihr das genauso fühlt wie ich. Weil ich habe mir halt gedacht, wenn ich jetzt noch weiter fahre den BMW, ja, dann ist er immer mal ein Arsch. Und er ist eigentlich jetzt fast ein Youngtimer nach fast 20 Jahren. Ja. Und ich will mir wieder ein kleines Auto kaufen. So ein so ein Opel Corsa. Wahrscheinlich ein C-Modell. Damit ich meinen BMW schonen kann. Einmal im Monat, zweimal im Monat, so ein bisschen rumfahren. Weil das ist wie so ein Oldtimer in dem Fall für mich. Ja? Weil diese Autos gibt es so selten mehr auf dem Markt. Werden angeboten mit 3, mit 2, 5, 3, 3, 4, 5.000. Gibt nur noch 5 an der Zahl in dem Sinne bei Mobile. Und ich will einfach das Auto einfach noch so lange behalten. Vielleicht noch 10 Jahre, dass ich einen Oldtimer habe. Und ja, das Auto ist mir ans Herz gewachsen. Ja. Wir sagen immer, hier verkauf die scheiß Kiste, verkauf das alte Auto, brauchst du nicht, kaufst dir neues. Aber ich hänge an dem Auto, weil ich ihn 10 Jahre habe. 11 Jahre habe. Ja, und der kostet mir nicht viel, kostet mich jetzt mit Steuer, glaube ich, 400 Euro, TÜV, Versicherung, glaube ich, 250 Euro. Das ist mein Handyvertrag teurer wie mein Auto. Also, der Grund, warum ich das Video mache, ist folgendermaßen, würdet ihr das, oder versteht ihr das? Würdet ihr das verstehen, dass ihr sagt, okay, du hast einen E46 Coupé, ja, 170 PS, Baujahr 2001, okay? Behalt den, das ist Kult, das ist ein Kultauto, genau wie der E36, ja, wenn er gut im Schuss ist. Und wenn du so alltäglich fährst zur Arbeit, zu Eltern, zu Freunden, Family, ja, dann kannst du den Opel Corsa fahren zum Beispiel, den ich mir wahrscheinlich kaufen werde, mal wieder, nach den 2-3 Jahren, wo ich Pause gehabt habe und den BMW halt immer benutzt habe. Und die Kilometer sind so hoch gestiegen, das waren glaube ich so 12, 13 ungefähr im Jahr. Das sind so 1000 im Monat, das Ganze kann man ja rechnen, ja, aber will ich halt nicht. Ja. Ich will den Opel, den BMW nicht so kaputt fahren, ständig benutzen und den will ich jetzt einfach schonen. Dass er mir noch mehrere Jahre noch bleibt und die Kilometer nicht wirklich hochgehen. Das ist einfach so mein Ding, mein Denken. So wie früher, zwei Autos und Motorrad. Ja. Weil mir ist es zu schade, ja.
Das Auto liebe ich, ist mein Baby. Ja. Und einige sagen auch, selbst der Autohändler hat gesagt, hier, bald das Auto. Das ist cool, das hat man einfach. Manche können damit nichts anfangen, sagen, Auto ist ein Gebrauchsgegenstand, Auto fährt mit A nach B. Aber Freunde, wenn ihr, ich schlucke jetzt ein bisschen runter, schneller, wenn du 10 Jahre, wenn das Auto 10 Jahre, so umgesagt, wenn das Auto 10 Jahre an deinem Herzen ist, an deinem Besitz ist, das ist wie so, jetzt nicht falsch verstehen, Leute, braucht auch keine scheiß Kommentare schreiben, aber ich sehe es so wie, zum Beispiel wie so ein Hund. Ja, ein Hund ist ja eigentlich eine Sache. Versicherungstechnisch, ich bin der Versicherungsfachmann, ist eher eine Sache. Ist keine Person oder was weiß ich, ist eine Sache. Wenn du einen Hund umbringst, gehst du nicht in den Knast. Ja, ganz einfach. Also, der Hund ist jetzt 10 Jahre in deinem Besitz und dann stirbt er, dann weint man, ist man traurig. Ist nicht wie ein Kind, ist kein erwachsener Mensch oder ist kein Kind, ist keine Person, kein menschliches Lebewesen, aber ein Hund wird als Sache bezeichnet und ein Auto ist auch als eine Sache bezeichnet. Also kann man das also vergleichen. Wenn du 10 Jahre einen Hund hast, dann bist du traurig, wenn er stirbt oder wenn er wegkommt. Und genauso ist es wie mein Auto, mein BMW, 10 Jahre, 11 Jahre, 12 Jahre, wenn der weg ist, da, ich weiß nicht, ob ich jetzt Tränen hätte, aber ich wäre bestimmt wirklich traurig. Und da würden vielleicht auch ein, zwei Tränen runterkullern, weil das habe ich einfach so lange in meinem Besitz gehabt, ja. Leute, wo ich sagen will, ich kann es nicht abgeben, weil das ist wie wenn du einen Arbeitgeber hast, ja, bist ein halbes Jahr da, ach komm, ich kann ja schnell wechseln, aber wenn du einfach da dich so eingelebt hast und du zufrieden bist, ja, und glücklich bist, warum sollst du wechseln, warum sollst du einen anderen, so ungefähr, ja, also wie beim Hund, ja. Und du wirst für den Hund alles machen, dass er noch länger lebt. Versteht ihr was, meine Freunde? Ja, ihr macht alles. Hier, Hund, besser fressen geben. Nicht mehr viel laufen, wobei laufen ist ja auch gesund, ja, aber irgendwie würdet ihr alles machen, dass der Hund einfach länger am Leben bleibt. Und so mache ich es auch bei meinem BMW, dass der BMW einfach länger am Leben bleibt, ja. Dass er geschont wird mit meinem anderen Auto, wo ich jeden Tag fahren kann, Eltern, Arbeit, wie ich schon eben gerade gebabbelt habe. Und mein BMW wird geputzt, wird gepflegt. Einmal so gefahren, ich weiß, wir holen mich jetzt wieder, aber nur, dass es versteht, nur als Verständnis, ja, und das ist so mein Ansporn und die Umfrage, ob ihr mich versteht, ob ihr das genauso machen würdet, oder sagt ihr, scheiß da hin drauf, macht das Auto weg, kauft mir einen neuen, kauft mir jetzt einen Corsa, BMW weg, der ist so zu teuer, bla bla bla, viel Benzin, mach weg, hab ich einen Corsa, gut, das reicht dir auch, weil du bist ja auch, wenn du jetzt einen BMW fährst oder einen Corsa fährst, derselbe Mensch, du bist ja kein anderer Mensch, ja. Habe ich aber auf den Punkt gebracht, ich hänge einfach zu seinem Auto. Viele Erinnerungen, ne? Manche sagen, es ist ein totaler Gegenstand. Aber vielleicht liegt es auch daran, Freunde, ich habe früher viele Autos gehabt. Viele. Tatsächlich. Und der BMW, dieser, wobei ich hätte ja vorher auch andere gehabt, aber dieser BMW, ich sag euch, Freunde, das ist das einzige Auto, was ich Jahre, schon über ein Jahrzehnt an meiner Seite habe. Und das ist der Unterschied. Ich habe einen BMW gehabt, zwei Jahre gehabt. Dann einmal wegen Dreh auf der Autobahn, wegen Streit oder wegen Action, so, weißt du. Da ist ein Streit im Auto gewesen, blöder Bewegung mit dem Lenker und dann bin ich die Leitplanke gefahren. Es war alles ein bisschen blöder Aktion, aber hatte ich den nur 3-4 Monate gehabt. Ja? Und dann war er weg und dann kam wieder neu. Da habe ich auch nicht getrauert. Weil diese lange Zeit von über 10 Jahren, das ist wie so ein Hund, wenn du den 10 Jahre hast, bist du traurig. Mich auch traurig. Und ich kann aber nicht loslassen bei dem Auto. Und deswegen schone ich den mit einem anderen Auto. Und meine Botschaft und meine Frage an euch, könnt ihr mich verstehen? Würdet ihr das genauso machen? Ein altes Auto, wobei es ein Kultauto ist. Hey, jetzt mit einem Ford Fiesta, 19 Jahre alt, würde ich ihn wegschmeißen. Ja? Oder ein Kultauto, ja, und das ist mein Ding, meine Kiste, wie ich immer sage. Ja. Und da habe ich vor, weil die Sache ist ja so, diese Autos, Immobile, BMW E46, ja, gibt es ja heutzutage nicht mehr viele, ja. Und wenn du dann reingehst, dann steigen die Preise auch. Was meinst du, wie viel mein Auto wert ist in 5, 6 Jahren? Das ist noch mehr. Weil die gibt es ja so selten.
Und dann schalt auf die 230.000 Kilometer oder 240.000 Kilometer. Es gibt ja manche, die haben sogar über 300 oder 280.000. Und kostet auch nochmal 3.000, 4.000 Euro. Ja. Und das ist mein Ding. Mein Plan. Moin. Freunde. Ich bin es ja auch gewohnt eine Zeit lang. Selbst vor über 10 Jahren habe ich mal zwei Autos gehabt. Das ist gewohnt. Wenn ich mit dem nicht fahren will, fahre ich mit dem. Ich habe auch früher ein Motorrad gehabt. Auch wenn ihr es mir nicht glauben könnt, wollt, wie auch immer. Das Ding habe ich 7 Jahre gehabt. Bis zu einem Unfall, Notreparatur, ein Jahr behalten und dann bin ich weitergefahren. Ja. Das ist mein so Ding ist. Ich hoffe, es geht euch gut. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und mich immer beim Essen sehen wollt, dann abonniert mich. Mit der Glocke am besten kriegt ihr immer alle Live-Videos mit. Schmeckt so herrlich, Mann. Oh mein geil. Scheiß Stuhl. Ja. Da habt ihr ja selber zwei Autos. Holt euch hin. Oder ihr habt zum Beispiel ein anderes Auto in der Garage stehen als Liebhaberstück. Ja. Was vielleicht auch nicht, noch gar nicht, auch nicht angemeldet ist, aber ihr habt es einfach in der Garage. Ja? Könnt euch auch nicht davon trennen. Vielleicht ist jemand meiner Meinung. Dann müsst ihr gleich immer einen Daumen nach unten drücken. Weil ich bin ein netter Mensch. Ich mache hier nette Videos. Und die Videos, die ich mache, das sind wirklich meine Anliegen. Ja? Also ich mache jetzt nicht Videos, weil ich nur Langeweile habe. Aber weil ich einfach Videos drehe. Weil ich mal Bock drauf habe, ich habe auch mal ein Video. Nein, das sind meine innerlichen Gedanken, Freunde. Das seht ihr. Die will ich mit euch teilen. Und ich will einfach wissen, okay, wie seht ihr das Ganze? Aus eurer Sicht. Na, meine Sicht habe ich euch erklärt. In diesem Sinne, haut rein, Peace. Euer Scorpion Blue 12, immer am Start. Vielleicht bald wieder mit seinem neuen Autoschen. Damit der BMWchen noch jahrelang bei mir bleibt. So wie ich es auch gewohnt war und werde und für immer tun werde. Also, viel Spaß mit dem Video und haut rein. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Scorpion Blue 12, wieder hier in der Line. Ciao.